Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte in diesem Abschnitt ein bisschen etwas zu den Algorithmen und zu Ansätzen zum Programmieren erzählen. Und bevor wir uns mit dem eigentlichen Kern beschäftigen, wollen wir mal ein bisschen in die Begrifflichkeit einsteigen. Wir werden am Anfang uns mit den Definitionen auseinandersetzen, ein paar Eigenschaften von dem Algorithmus uns anschauen und später auch Darstellungsformen und Strukturen von Algorithmen uns genauer anschauen. Ja, was ist jetzt ein Algorithmus? Sie haben vielleicht einen vagen Begriff, was ein Algorithmus darstellen kann, was der beinhaltet. Und rechts ist jetzt hier mal eine Grafik angegeben. Da sehen Sie, was passiert, wenn man einen Algorithmus erstmal ein bisschen so relativ unkonkret beschreibt. Man hat vielleicht ein Bild im Kopf von dem, was passieren soll, von dem, was hier in dem Fall ein Roboter machen soll. Und wenn man das aber nur zu lax beschreibt, zu unpräzise beschreibt, dann passieren Fehler. Ja, dann kann der Roboter hier in dem Fall, der hier imitiert wird durch die andere Person, eben die Befehle nicht richtig ausführen. Der weiß nicht genau, was zu tun ist. Und erst wenn man dann, so wie im letzten Teil hier dargestellt, ganz genau beschreibt, wie der Algorithmus abzulaufen hat, was im Einzelnen passieren muss, mit den einzelnen Parametern, mit den einzelnen Nebenbedingungen, dann kommt man tatsächlich zu dem Ergebnis, dass der Algorithmus erfolgreich ist. Also in diesem Sinne, ein Algorithmus ist wohl definiert, er ist eine Verarbeitungsvorschrift und er muss genau so präzise formuliert sein, dass die Maschine, die ja nicht irgendwie Interpretationsspielraum hat, sondern die nur das ausführen kann, was man ihr wirklich sagt, dass die Maschine das auch wirklich abarbeiten kann. Und jetzt hatte ich gerade gesagt, Maschine arbeitet den Algorithmus ab. Das kann man sich vielleicht auch hier in diesem Bild vorstellen, dass man sagt, man hat irgendwie eine Verarbeitung, die hier im Zentrum steht. Man hat bestimmte Eingaben, die man in diese Verarbeitung hineingibt. Ja, das können bei einer Produktion können das irgendwelche Eingangsprodukte sein und Ausgaben sind dann irgendwelche Endprodukte oder Zwischenprodukte, die vielleicht auch entstehen. Und bei uns in der Informatik sind diese Eingaben dann aber keine Dinge, sondern das sind irgendwelche elektronischen Informationen, elektronisch repräsentierte Informationen. Also es können Dateien sein, es können Tastatureingaben sein. Das können also Daten im weitesten Sinne sein, die irgendwie einer Verarbeitung unterzogen werden müssen. Und was kommt raus? Naja, es kommt irgendein Rechenergebnis raus, es kommt irgendeine andere Datei heraus, es kommt irgendeine Liste heraus, je nachdem, was in der Verarbeitung tatsächlich passiert. Und diese Verarbeitung macht dann einzelne Schritte, um eben aus den Eingabegrößen, aus den Eingabeinformationen bestimmte Ausgabegrößen zu machen. Ganz so ähnlich wie diese Maschine, die hier dargestellt ist. Wir haben jetzt also schon ein paar Eigenschaften eingesammelt mit unserer Vorbetrachtung, die wir so einem Algorithmus anheften können. Also ein Algorithmus muss eindeutig sein. Ja, es muss unmissverständlich klar sein, was zu tun ist. Für die Maschine, für denjenigen, für das Programm, der den Algorithmus ausführt. Gleichzeitig muss ein Algorithmus auch allgemein bleiben. Allgemein in dem Sinne, dass ich beispielsweise bei der Berechnungsvorschrift für das Addieren nicht nur speziell eine Addition formuliere als Algorithmus, addiere 4 und 5, sondern dass ich sage, addiere eine Variable a zu einer Variablen b. Und dann kann ich für die Variable a eine 4 einsetzen und für die Variable b eine 5 und kann das dann im Einzelfall speziell machen. Aber zunächst mal ist die allgemeine Formulierung, addiere a zu b. Und dann kann ich die ganze Klasse von Problemen, die ganze Klasse von Additionsproblemen damit lösen, weil ich es allgemein formuliert habe. Ein Algorithmus muss ausführbar sein, das heißt, es muss in gewisser Weise in Einzelschritte unterteilbar sein und abarbeitbar sein, sodass der Prozessor auch damit umgehen kann, sodass der Prozessor entsprechende Operationen hat, die er aneinanderreiht und
Durch die Aneinanderreihung muss er dann zu dem Ergebnis kommen. Und der Algorithmus muss auch endlich sein. Es gibt natürlich Algorithmen, die dauerhaft ausgeführt werden, ja, immer wieder ausgeführt werden und quasi praktisch ohne Ende ausgeführt werden. Aber an sich ist dann so ein Abschnitt des Algorithmus immer endlich. Er kommt nämlich zu einem bestimmten Ergebnis und gibt das aus. Das ist hier in diesem Sinne mit endlich gemeint. Ich habe einen bestimmten Beginn, ich habe bestimmte Daten vorliegen, das könnte zum Beispiel mein Beginn sein. Und dann arbeite ich den Algorithmus ab und komme zu einem Ergebnis, was ich dann ausgebe. Und dann könnte es auch sein, dass ich den Algorithmus wieder ausführe, ohne dass ich jetzt in dieser Ausführung des Algorithmus ein bestimmtes Ende habe. Der Algorithmus an sich ist dann aber endlich, dadurch, dass er ein Endergebnis erst einmal ausgibt. Und jetzt haben wir hier mal eine verbale Darstellung von einem solchen Algorithmus. Der Algorithmus, der hier eine kleine Berechnung macht. Auf der linken Seite sehen Sie die verbale Darstellung mit verschiedenen Phasen, mit einer Initialisierung. Das heißt sozusagen, dass ich eine bestimmte Randbedingungen hier einstelle. Dann habe ich eine Eingabephase, wo ich sage, ich sammle jetzt die Eingabeinformationen ein, aus denen ich dann ein Endergebnis berechnen möchte. Dann habe ich die eigentliche Berechnung und die Ausgabe. Hier in diesem Fall ist das eben die Berechnung der Fläche eines Kreises. Dafür ist klar, ich muss am Anfang den Radius erstmal initialisieren mit 0, die Fläche auch mit 0 initialisieren und dann kann ich den Benutzer fragen nach seiner Eingabe. Was für einen Radius wünscht er sich, zu dem dann die Kreisfläche berechnet werden soll. Und wenn dann die Eingabe erfolgt ist, wenn dann der Radius vollständig eingegeben ist, dann kann die Berechnung starten, dann wird die Fläche berechnet mit der entsprechenden Formel und nach der Berechnung wird ausgegeben, die Fläche beträgt so und so viel. Und das ist jetzt für uns die Vorschrift, um eine Kreisfläche zu berechnen, die verstehen wir, die ist unmissverständlich und damit können wir zu einem Ergebnis kommen. Auf der rechten Seite sehen Sie andere Algorithmen, die in anderen Bereichen angesiedelt sind, wo man auch hofft, dass die mehr oder weniger eindeutig sind. Ja, beim Möbelzusammenbauen beispielsweise sehen Sie, da wird eben Schritt für Schritt dargestellt, was Sie im Einzelnen tun müssen und wie Sie zu dem Endergebnis kommen, zu dem aufgebauten Möbelstück. Oder bei dem Lego-Produkt, da sehen Sie eben auch, dass verschiedene Schritte zu absolvieren sind, bis sie dann zu dem Endergebnis kommen. Und das sind auch Algorithmen, die hier beschrieben werden. Algorithmen, die eindeutig sind, die schrittweise vorgehen und die dann nach dem Absolvieren der Schritte zu einem bestimmten Endergebnis kommen. Dann sind sie beendet und damit ist der Algorithmus an dieser Stelle auch endlich. Das Möbelstück ist dann aufgebaut und dann können Sie diesen Algorithmus so abschließen für das aufgebaute Möbelstück. Und diese Darstellungen, die Sie hier sehen, sind jetzt etwas lockerer formuliert, also diese verbale Darstellung, das verstehen wir als Mensch und das können wir so ausführen. Diese Bilder, denen können wir auch folgen und damit zum Endergebnis kommen. Und jetzt haben wir natürlich auch hier in der Informatik noch mehr den Weg in Richtung der Technik zu gehen. Das heißt, wir müssen das noch ein bisschen formaler gestalten. Und in der Informatik spricht man dabei von einer sogenannten Pseudosprache oder Pseudoprogrammiersprache, bei der wir versuchen, eine Programmiersprache allgemein nachzuahmen und dann damit den Algorithmus eindeutig zu beschreiben. Die Aufgabe könnte zum Beispiel sein, dass Sie eine Kurznachricht versenden sollen mit einem Mobiltelefon oder einem Smartphone. Und dafür ist jetzt hier der Algorithmus, der rechts abgebildet ist, dargestellt. Also Sie schalten zunächst mal das Mobiltelefon ein. Dann wechseln Sie entsprechend zum Homescreen, von wo aus Sie dann die Nachrichten-App aufrufen. Und dann kann eine Verzweigung stattfinden. Wenn Sie nämlich die Nachrichten-App nicht gefunden haben,
dann können Sie keine Nachricht senden. Dann fehlt Ihnen diese App. Und dann müssen Sie eine Fehlermeldung ausgeben. Ja, Sie können sich dann an der Stelle fragen, ist die SMS-App jetzt gelöscht? Kann ich keine SMS verschicken? Und dann müssen Sie diese Fehlermeldung entsprechend behandeln, aber da kehren Sie sozusagen aus dem Algorithmus erstmal mit dem Fehler zurück und müssen dann an anderer Stelle nacharbeiten. Der Algorithmus ist dann erstmal beendet. Wenn Sie die Nachrichten-App gefunden haben, dann können Sie die Nachrichten-App öffnen. Sie drücken auf das Bleistiftsymbol. Sie wählen den Empfänger aus einer Liste von möglichen Empfängern, die Sie vielleicht auf Ihrem Smartphone gespeichert haben. Sie geben die Nachricht ein in das Textfeld mit Hilfe der Tastatur und Sie tippen auf Senden, um abschließend die Nachricht auch zu verschicken, um die an den angegebenen Empfänger zu senden. So, und das ist jetzt eine Art Pseudosprache, Pseudoprogrammiersprache, in der Sie eindeutig beschreiben, was hier im Einzelnen zu tun ist. Und da sehen Sie Elemente, die darin vorkommen, nämlich dieses Wenn, Dann und Sonst. Und das ist schon ein Vorgriff auf das, was an Baustein sozusagen in der Programmierung verfügbar ist. Das ist nämlich eine Verzweigung, die hier möglich ist. Sie prüfen eine bestimmte Bedingung, einen bestimmten Zustand in Ihrem System, nämlich ob diese Nachrichten-App hier gefunden wurde. Wenn das der Fall ist, dann machen Sie das eine. Wenn das nicht der Fall ist, dann machen Sie das andere. Und damit verzweigen Sie sozusagen an diesem Punkt, wo Sie den Zustand anschauen, ist die App vorhanden, und dementsprechend entscheiden, ob der eine oder der andere Weg weiter gegangen wird. Der eine Weg ist hier in dem Fall, dass Sie mit einem Fehler das Programm oder den Algorithmus abbrechen. Und der andere Weg ist, dass Sie normal die Nachricht eingeben und dann zu dem Endergebnis auch kommen. So viel also erstmal zu einer ganz einfachen Einführung zu dem Begriff Algorithmus und eine Andeutung zu den Darstellungsformen, die wir uns im Kommenden auch noch detaillierter anschauen.